Coburg bietet als Bildungsstandort heute ideale Voraussetzungen für jedes Alter. Coburgs Kindergärten haben Platz für alle Neuzugänge. 10 Grund- und Hauptschulen bieten einen soliden Start ins Schulleben. 2 Realschulen und 4 Gymnasien mit ihren unterschiedlichen Zweigen erlauben persönliche Weichenstellungen. Praxisbezug steht ganz oben auf dem Lehrplan für die 3000 Studenten der Coburger Fachhochschule. Wer hier studieren will, dem stehen 20 Fächer aus Design, Sozialwesen und Gesundheit, Technik und Wirtschaft zur Wahl. Auch neue Disziplinen sowie international anerkannte Abschlüsse wie Master und Bachelor bieten erstklassige Perspektiven für die Traumberufe von morgen. Information hat in Coburg ihren festen Platz. Die Stadtbücherei steht für Lesevergnügen für die ganze Familie. Zum anderen unterstützt die Landesbibliothek Coburg die schulische Ausbildung, Fortbildung, wissenschaftliche Arbeit und lebenslanges Lernen. Neben Veröffentlichungen der Gegenwart verwahrt die Landesbibliothek kostbare Altbestände. Die Medau-Schule auf Schloss Hohenfels verkörpert die medizinische Moderne mit der ganzheitlichen Ausbildung in Logopädie und der in Deutschland einmaligen Kombination aus Physiotherapie und Gymnastik. Fesselnd ist auch das Sport- und Freizeitangebot, das Coburger Vereine und die Stadt auf die Beine stellen. Badeurlaub das ganze Jahr bietet das Erlebnisbad Aquaria. Beim vielseitigen Angebot von Sprungturm bis Sportbecken, Wellness bis Wellenbad bleibt kein Auge trocken. Hoch hinaus geht es auch in der modernen Kletterhalle des Coburger Alpenvereins, wo sich Sportler an die eigenen Grenzen herantasten. Coburger Sport ist ein beachtliches Exportprodukt. Die Coburger Handballer gehen in der zweiten Handball-Bundesliga auf Torejagd. Und auch die Sportschützen zählen zur deutschen Spitze. Der deutsche Gardetanz wird seit Jahren von der Tanzsportgarde Coburger Moor angeführt. Die Garde pflegt neben dem Amateurtanz auch die Kultur des Coburger Faschings.